Moin und herzlich willkommen im Karim-Media zu diesem neuen Video. Heute wieder mit großartiger Unterstützung von Nils. Deswegen, falls ihr mögt, könnt ihr das Video auf 4K schalten, einmal hier unten klicken. Und da könnt ihr eine Videoeinstellung, die Bildeinstellung erhöhen. Heute geht es für uns zum Fischerdorf Kulikat, weil dort bei einer Veranstaltung auf die Erweiterung eines Hafens aufmerksam gemacht werden soll. Also genauer zu sein, auf die Risiken und Nachteile, die dadurch entstehen. Und ich glaube, es wird spannend, auf uns soll ein leckeres Essen warten und ein interessantes Programm. Und wir werden euch dabei natürlich mitnehmen. Wir haben jetzt tatsächlich eine halbe Stunde hinter uns gebracht mit dem Körper. Und ja, wenn wir schon mal die erste Pause, was natürlich sehr anstrengend war, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich glaube, da alles mehr Zeit nimmt. Und ich glaube, das ist so ein Kontrast. Strecke getackelt ist schon erwähnenswert, dass wir jetzt halt schon die erste Pause machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Stück Kaffee und den jetzt gleich genießen werden. Ganz leise sein, weil wir auf Vogelbeobachtungstour sind. Hier sind extrem viele Vögel, auch echt exotische, und das ist auf jeden Fall echt spannend. Auf jeden Fall mal gucken, was wir hier so finden werden. Gibt Biryani mit Shrimps, also Meeresfrüchte, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und es schmeckt auf jeden Fall sehr gut und ist auf jeden Fall ganz sehr entspannt. Hier unterm Baum bei der Wärme ist es. Also hier ist gerade echt die perfekte Temperatur, muss ich sagen. Und ja, jetzt entspannen wir uns erstmal und essen. Wir sind jetzt hier nun, wie ihr seht, direkt hier beim Ort, wo die Veranstaltung gleich stattfinden wird. Sind gerade 8 Kilometer mit dem Van weitergefahren. Ja, und die Sonne, die knallt hier gerade. Und die Musik auch. Also, wir sind jetzt hier ein bisschen von der Fahrt vom Veranstaltungsgelände weggegangen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was genau passieren wird. Das ist ganz interessant. Jetzt sind hier ein paar Leute und ein paar Musiker. Vielleicht magst du die. Vielleicht einmarschieren so wie eine Parade hier durch das kleine Dorf. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier und warten. Und zumindest wir haben keine Ahnung, was gleich passiert.
So, ich habe jetzt hier Niki neben mir stehen. Er arbeitet auch im sozialen Bereich und hat auch dieses Event mitveranstaltet, was wir gerade gesehen haben. Tonity, what is the reason for the event? Celebration. So we were in a place called Pulicat, which has a lot of wetlands or water bodies. And this is to celebrate the wetlands, to celebrate the fact that wetlands are life-giving. They give us food, they give us seafood. They support economies, they support livelihoods, and the wetlands in Pulicat are under threat because now there's a very large multinational company that wants to build a port that will smother the wetlands and kill it. This will be very dangerous for Chennai because when it rains heavily, the wetlands hold the water and prevent the city from flooding. And if these wetlands are filled up, then Chennai will be flooded and also people will lose their livelihood. And we thought that it would be good to remind people that wetlands are good things. And so we decided to have a celebration. Okay, yeah, thanks a lot. And also thank you that I could take part at the event. So it's from here to all very interesting. Cool. Thank you. So, das war's jetzt hier nun auch mit dem Video hier bei Karim in India. Das war unglaublich. Es hat sich gelohnt. Es war ein sehr aufregender Tag. Ich bin jetzt auch kaputt, aber wir haben auch viel gesehen. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst doch bitte ein Like hier und abonniert den Kanal. Dann möchte ich mich auch an dieser Stelle mal wieder bei Nelson bedanken, der auch in diesem Video seine Hände im Spiel hat, indem er hier die Aufnahmen macht und das Video auch sehr netterweise schneidet, weil ich weiß, wie viel Aufwand das ist und durch das Equipment kriegen wir dann doch nochmal bessere Aufnahmen für euch hin. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und bis dahin wünsche ich euch schöne Tage. Bis dann. Ciao.